herzlich willkommen bei Auto Pur. Ich habe hier neben mir Klaus Bormann, bekannt von der D-Max-Reportage Cash for Chrome. Du warst ausgewandert, 10 Jahre oder über 10 Jahre? Ich war 10 Jahre in den USA, ziemlich genau von Januar 2009 bis Januar 2019, also ziemlich genau 10 Jahre weg gewesen. Großteil meiner Zeit in Los Angeles verbracht. Bin zurück, weil die Amis mir tatsächlich ein bisschen mit ihrem Gelaber, gerade speziell LA-Area, mit ihrem ewigen Blablabla und nichts konntest du dich drauf verlassen. Also das, was wir hier als Oberflächlichkeiten der Amerikaner sozusagen bezeichnen, das ist da recht ausgeprägt. Die ersten Jahre hat es mich nicht interessiert und irgendwann hat es mich dann doch massiv genervt. Und dann wollte ich natürlich nicht ein Ausländer sein, der sozusagen über das Land meckert, in was er sich ausgesucht hat, wo er hingegangen ist. Sondern habe dann gesagt, dann bist du halt kein Baum, du hast keine Wurzeln, dann gehst du halt wieder weg. Ne? Muss dich hier nicht hinsetzen und über alles rummeckern, das ist scheiße, dann gehst wieder nach Hause. Ja, und so kam es dann eben, dass ich irgendwann in 2018 den Entschluss gefasst habe, mich doch wieder gern Heimat zu machen. Wollte dann erst, ursprünglich hatte ich was in Berlin, eine Option gehabt, wo ich eine Werkstatt und Handel hätte übernehmen können. Das zog sich dann so ein bisschen hin, dann kam wiederum ein Freund aus Hamburg, der sagte, Mensch Digga, wenn du schon nach Deutschland kommst, warum dann kommst du denn nicht wieder zu uns nach Hamburg und so weiter. Ich habe da eine Idee. Der Jens Borgmann, das ist der vorige Besitzer der Route 66, der will verkaufen. Ja, ich sag, schnacken können wir ja mal. So, ich kannte den Laden vorher noch nicht, die Route 66, ich hatte von ihr gehört, aber mehr wusste ich eigentlich nicht. Habe mich dann mit dem Jens getroffen, wir haben geschnackt, er hat einen halbwegs vernünftigen Preis vorweggeworfen, der für mich akzeptabel war. Ja, und so ist die ganze Kiste dann ins Rollen gekommen, dass ich den Laden dann zum Januar 2019 auch übernommen habe. Habe viel Neuerung machen müssen, weil viele Sachen waren eben veraltet. Er hat den Laden über 30 Jahre geführt. Dann hast du nicht mehr so viel Sinn für Erneuerungen wahrscheinlich. Denn es funktioniert, dann lässt du es laufen. Nur als kleines Beispiel, wo ich gekommen bin, hatten wir immer noch Luftschläuche auf abgesägten Felgen aufgerollt sozusagen. Wo ich gesagt habe, Kinder, das geht einfacher. Dann machen wir Flexe oben an der Decke. Dann brauchst du den Schlauch nur rausholen, dann hast du nicht immer alles rumliegen. Spart ist viel schöner für den Mechaniker, spart Zeit. Du hast keine Luftschläuche auf der Erde rumliegen, fährst mit deinem Werkzeugkasten über die Luftschläuche, es macht Rapunzel, Rapunzel, da fällt das Werkzeug, da fällt der Kaffeebecher runter. So, ist also mal scheiße. So, oder Elektro, alles an die Wände gemacht, dass du nur noch über Flex rollen, schnell greifen, Loch bohren, so, und nicht eine halbe Stunde Kabeltrommel suchen zum Auto, ausrollen, wieder zusammenrollen, sondern einfach nur Schlauch greifen oder Kabel greifen, Loch machen, weglaufen lassen. Solche Sachen habe ich viel gemacht, dass wir da ein bisschen mehr für die Mechanik auch ein bisschen convenient ist, neues Werkzeug angeschafft, teilweise neue Bühnen. Ja, und habe einen riesen Spaß daran gehabt, dem alten Schiff sozusagen eine neue Fahrt zu verpassen. Ja, war lustig, spannende Nummer. Und es hat funktioniert. Wir sind gewachsen und wir sind vom Umsatz gewachsen. Also es hat alles soweit funktioniert, knock on wood. Ja, was ich da so gemacht habe. Und dann kam D-Max auf dich zu, hat dich schon fast dein Leben, deinen ganzen Umzug mit begleitet. Wie kam es dazu? Zu D-Max kam das, ich habe vorher auch schon, ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere das mal gesehen, für RTL 2 des Öfteren mal was gemacht. Da hieß das, dieser Sendeteil innerhalb von Grip hieß dann immer Klaus sucht. Da war es dann, einer kommt zu mir und sagt, du Alter, ich hätte Bock auf ein Muscle Car. So, dann bin ich durchgestartet, habe 3 Muscle Cars rausgesucht, habe ihm die 3 präsentiert. Und das war so immer die Geschichte von Klaus sucht. Und das haben wir dann in Los Angeles Area gemacht, teilweise in Las Vegas auch mit diesem komischen, der mittlerweile verhaftet ist, dieser pädophile Zauberer, der da deutsch gelebt hat, der Rufen oder sowas. Mit dem hatten wir auch mal was gemacht. Und so ist das halt entstanden. Und dann wollte D-Max wohl laut RTL 2 oder der Redaktion, hätten schon Bock gehabt, mit mir was zu machen, war aber nicht interessant, weil ich noch in L.A. war und D-Max gesagt hat, wir müssen schon leider, nicht schlecht der Magger, aber wir müssen schon so viel aus USA übernehmen und England, die wir overvoicen, die Sachen jetzt wie Rawlins und hier Monkeys. Und da haben sie gesagt, nicht so gerne, denn noch was in Deutschland aus L.A. So, und dann bin ich Ende 2018 eben dann wieder nach Deutschland gekommen. Da haben wir gleich wieder ein Stück für Grip gemacht in Hamburg dann, auch wieder dieses Klaus sucht. Da ging es um den alten Ami. Das hat mein Macker, der sozusagen in der Redaktion gesessen hat, dann wieder zu D-Max getragen.
D-Max hat dann gesagt, ja, alles klar, sieht ganz cool aus, lass uns mal einen Piloten mal produzieren, wir probieren es mal. So, und dann haben die das Rohmaterial von dem, was wir zu Anfang gedreht haben, sozusagen so kleine Zusammenschnitte gekriegt von der Redaktion, waren zu hellauf begeistert davon, wie das alles rüberkam und so weiter. Das war unter anderem auch die Geschichte mit meinem Kumpel Willi, der seinen alten Caprice weggeben musste, weil keine Knete mehr und braucht ein Auto für die Frau und bla bla bla. Und das war das, was D-Max dann gesehen hat und hat gesagt, super geil, kommt für uns auf jeden Fall in Frage, macht mal gleich eine 8. Staffel fertig. Da hatten wir gleich sofort dann den Auftrag für alle 8. fertig machen, also die Produktion, Redaktion. Ja, und so ist die ganze Kiste entstanden. Wir machen auch wirklich nur reale Geschichten, die wirklich passiert sind. Wir sind nicht geskriptet, wir haben keine Drehbücher oder sonst irgendwas. Es passiert wirklich. Und zum Beispiel jetzt aus der ersten Staffel der Willi, der sein Caprice dann ewig in dem Carport hatte und sich eigentlich nicht trennen wollte aus sentimentalen Gründen, dann aber doch musste. Die Jungs, die den gekauft haben, die fahren tatsächlich immer noch mit dem Auto. Er war schon das zweite Mal wieder bei uns beim TÜV so ungefähr. Oder kommt jetzt wieder zum TÜV bei uns. Die haben ihn mittlerweile schön in dunkelgrau angepinselt. Und es ist wirklich so, das sind 5, 6, 7, 8 Kumpels, die am Wochenende entweder mit der Kiste Bier am Auto fummeln oder eben einer fährt 7 saufen, was ich mal gesagt habe. Oder auch der Frank zum Beispiel aus der ersten Staffel mit der orangen Corvette, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst. Die Frau fährt immer noch, die sehe ich 1, 2 Mal im Jahr bei uns die Kieler Straße, weil die wohnen nicht so weit weg. Sehe ich durch Zufall, wenn sie vorbei. So, also die haben tatsächlich ihre Autos neu. Es gibt nicht eine gefickte Geschichte oder sowas, erfundenes Zeug da drin. Es ist wirklich so. Zum Beispiel die Diplomatgeschichte mit dem klappernden Diplomaten, wo wir nicht wissen, kommt von oben, von unten. Das war ein Klappern, was ich wirklich keiner von uns noch nie gehört hat, wo es hergekommen ist. So, weil du kannst Pleuel hören, du hörst einen Kolben, du hörst ihn Nocken, du kannst alles eigentlich hören, aber da war das irgendwie völlig. So, der Kunde kommt an, Kacke klappert, ich komme dazu und ich sage, Mensch, könnte eventuell ein interessantes Thema für uns werden. Der Kunde heißt Olaf, ich sage, Olaf. Ich sage, könntest du dir vorstellen, dass wir das nochmal für D-Max nochmal nachstellen, dass du kommst, da klappern und so weiter. Ja, nee, im Fernsehen, baba. Ich sage, du Alter, wir machen nichts anderes. Genau das, was jetzt hier passiert ist. Du musst nicht schauspielern, du musst gar nichts, du kommst und sagst, kacke die Kacke klappern. Genau das, was du gerade eben gemacht hast, genau so machst du das und den Rest ergibt sich. Vergiss einfach, dass da irgendwo eine Kamera ist. Ja, na gut, Klaus, mache ich mit, alles klar. So, dann gehe ich mit dem Thema sozusagen zur Redaktion, rufe da an und sage, du Mensch, wir haben hier einen klöternden Diplo, wo ich keine Ahnung habe, wo der Geklöder herkommt. Wollen wir das drehen? Ja, alles klar, machen wir, hört sich gut an, drehen wir. So, und so entstehen dann wirklich die Geschichten. Oder das mit meinem Jago E-Type jetzt aus der letzten Staffel. Ich habe wirklich am Sonntagnachmittag so gelangweilt, irgendwie so durch Facebook durchgeädelt und bleib plötzlich bei dem Jaguar backen. Sag mal, 12 Mille? Ich sage, das kann doch nur ein Witz sein, Fake. Waren auch schon die Ersten, die drunter geschrieben haben, wahrscheinlich Fake oder so, weil es eigentlich zu billig war. So, ich denke, naja, was kann passieren? Dein Handy explodieren? Nee. Schreib's dem Magger mal an. So, gleich meine Telefonnummer mit reingepackt. So, 2 Stunden später klingelt mein Telefon. Ja, Guido hier. Ich sage, ja, moin. Ja, sag, du hast mich angeschrieben mit meinem Jaguar E-Type. Ich sage, ja, ist er wirklich da? Ja, sagt er. Und dann hat er mir Geschichte erzählt, wie er zum Auto gekommen ist und so weiter. Er hatte 2 Stück gekauft, ein Cabrio, was er auch wunderschön restauriert hat, hat man auch gesehen, da sind wir einmal gefahren und wollte das Coupé dann auch eigentlich nochmal irgendwann restaurieren, hatte dann aber die Fresse voll von Jaguar-Restauration. Okay. Hat sich dann noch was anderes geholt zum Restaurieren und hat den Jaguar mehr oder weniger zu dem Preis weggegeben, den er mal vor, ich glaube, 8, 9 Jahren bezahlt hat. Darum war der auch noch so günstig. So, weil er sagte, ich wollte eigentlich nur meine Mücken wieder raus, was ich drin hatte und fertig und raus. So, und so bin ich dann zu dem E-Type gekommen. Ja, dann hatte ich einen E-Type und dann plötzlich blitzte es bei mir in der Birne. Ich denke, Alter, wenn, dann mach doch mal irgendwas, einen schönen V8 da rein. So, in den USA gibt es auch welche, wo ein 350er reingesteckt ist oder sowas mit dem alten Jaguar-Getriebe noch gebackt ab. So, und ich habe gesagt, ich will komplett einmal niegelnagelneue Technik rein. Aktuelle Corvette, Motorgetriebetechnik mit so Singles, den ganzen Computerscheiß. Das kannst du alles fertig kaufen. So, dass es eigentlich nur noch in Anführungszeichen zusammen, nur noch ist jetzt gehetzt. Aber es ist doch, dass die ganze Elektronik schon am Motor alles soweit funktioniert. Wir mussten zwar auch noch Riementrieb noch ändern, weil wir zu schmal waren vorne. Aber wir haben die Bremse neu komplett erfinden müssen, weil kein Platz mehr da war für den großen Bremskraftverstärker.
So, das haben wir jetzt alles auf elektrisch Bremskraftverstärkung gemacht und so weiter. Funktioniert aber, knock on wood, alles. Ja, und ist jetzt soweit, ich habe ja schon eine Probefahrt in Hamburg mal so 10 Kilometer am Block gemacht. Das, was man auch sehen konnte auf D-Max. Vor 2 Wochen habe ich ihn wieder abgeholt. Da war in Nienburg bei Wiechers, habe ich hinten ein Kreuz reinmachen lassen, also Überrollbügel. So, wenn wir tatsächlich mal über Kopf gehen, das wird eine harte Stelle gewesen, eine im Dach ist, wo nicht gleich alles zusammenklappt. Ja, und so, das sind die Sachen wirklich, die entstehen einfach, die entstehen. Die entstehen. Es passiert und wir drehen das dann. Und wie gesagt, mit dem Jaguar ist, ich habe nicht vorgeplant oder sonst irgendwas. Wir sind dann einfach, wir machen. So, nicht lange schnacken, Kopf in Nacken heißt das denn. Ja, und so entstehen dann die ganzen Geschichten, die du dann bei D-Max sehen kannst. Ja, ist cool. Und da sind ja bisher 3 Staffeln, 8 Folgen, a 45 Minuten entstanden. Ja. Das ist schön. Wir können zumindest schon einen gesamten Tag, 24 Stunden D-Max, könnten wir schon füllen, ne? Wann hat es dich eigentlich gepackt, das große Fieber? Ich glaube, ich bin schon als kleiner Junge, ich habe es auch schon mal erzählt.